muss mein Werkzeug mal wieder schärfen. Das ist doch geil. Shepton Glassteinset. 343 Euro? Oh Mann. Werkzeug schleifen, das gehört einfach dazu, wenn man mit Werkzeug arbeitet. Das Problem ist, man braucht ja nicht nur einen Schleifstein, sondern wie im Intro eigentlich immer ein Set, weil man verschiedene Schleifkörnungen braucht, um von stumpf zu wirklich super scharf zu kommen. Das Ding ist, wenn ich von 150er Körnung bis zu 14.000 gehen will, dann kostet das natürlich ziemlich viel Geld, oder? Nein, wir können auch dieses Set hier nehmen, was ich euch gleich vorstelle, was nur 70 Euro kostet und tatsächlich dazwischen die Körnung so abdeckt, dass ihr das beste Schleifergebnis überhaupt bekommt. Trotzdem sage ich nochmal ganz kurz, die Shepton Glassteine sind super. Ihr wisst alle, dass ich die benutze. Und wer schon etwas fortgeschrittener ist, wird mit diesem Set viel Spaß haben. Allerdings glaube ich, dass wir auch alle mit diesem Set heute viel Spaß haben. Wir fangen an mit einer gut eingepackten Glasplatte. Die Glasplatte packen wir natürlich zuallererst mal aus und da sind sogar diese kleinen Korklötzchen drauf. Also die ist wirklich sehr, sehr gut verpackt. Aber das ist auch wichtig, weil die soll ja nicht kaputt gehen und vor allen Dingen auch heil und gerade bleiben. Weg damit. Jetzt haben wir hier 7 schöne Bögen Schleifpapier. Das ist wirklich ganz besonderes Schleifpapier. Und wir haben das hier, aber das brauchen wir erst später. Weg damit. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt unsere 3M super feinen Schleifbögen sozusagen zerschneiden. Die haben eine selbstklebende Oberfläche. Das heißt, wir kleben sie dann auf dieses Float Glass. Und das ist ganz gut. Float Glass ist extremst plan. Das heißt, wenn wir später schleifen, können wir uns sicher sein, dass das immer gerade ist. Und wir müssen nicht über anderen Schleifmitteln sozusagen darauf achten, dass wir das Schleifmittel an sich immer wieder abrichten. Wofür man auch wieder Geld ausgeben muss, weil man einen Abrichtstein oder Block braucht. Wir machen das Ganze, indem wir wirklich das gleich super fein hier aufs Glas kleben. Dafür habe ich auch meine alte Linoldruckwalze gefunden, um dass wir das richtig festrollern können. Es gibt bessere Rollen als diese hier, aber ich habe keine andere. Also, wir schneiden das jetzt klein und kleben das da drauf. Wir schneiden das sozusagen deswegen klein, weil dann ganz viele Streifen nebeneinander passen. Ich mache das so breit. Das entspricht einer Breite, auf der ich alles schleifen kann. Aber dazu kommen wir am Ende. Also, wow. Ich schneide jetzt das Papier einfach mit dem Cuttermesser zu. Und ihr seht, die Breite, die ich da habe, die ist jetzt nicht super breit. Das ist aber nicht so schlimm. Das entspricht so in etwa einem normalen Hobelmesser von mir. Ich habe natürlich auch größere Werkzeuge, aber das kennt ihr vielleicht auch von mir oder seht es auch später. Wenn das Werkzeug breiter ist, hält man es einfach leicht diagonal. Dann reicht auf einmal die Breite wieder. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Meine Shepton Glassteine sind auch relativ schmal. Das hier ist eine 100er Mikron Schleifkörnung. Was bedeutet überhaupt Mikron? Warum ist das nicht das gleiche wie bei meinen Schleifmitteln? Es ist sowas Ähnliches, aber halt ein anderes System. 100 Mikron entspricht ungefähr Körnung 150. Deswegen nehmen wir diesen Streifen auch weg, weil tatsächlich brauche ich den nicht. Wenn ich was so Grobes schleife, das kommt bei mir eigentlich nicht vor. Aber ihr bekommt fast alle auf eine Platte. 6 Stück passen bei mir oben drauf. Wir haben das so schmal geschnitten, weil das, wie gesagt, ausreicht. Und der Vorteil ist auch, dass ihr aus einem solchen Papier, wenn ihr diese Breite nehmt, die ich nehme, ich messe jetzt einmal nach, wie groß die ist, 45 mm. Und dann bekommt ihr noch 4, warte mal, 4 weitere Streifen daraus. Also ihr könnt tatsächlich mit diesem einmaligen Kauf diese Bögen noch öfter benutzen. Wir kleben die gleich drauf, ihr könnt die aber auch wieder entfernen und einfach durch einen neuen austauschen. Und das ist halt super, weil ihr, wie gesagt, nichts abrichten müsst. Und wenn ihr merkt, okay, dieser Bogen ist nicht mehr da, dann könnt ihr die auch einzeln nachkaufen. Und das ist deutlich günstiger als ein Schleifstein. Also, bei den ganzen Mikron-Geschichten, vielleicht bastel ich hier eine kleine Tabelle zusammen oder ich schreibe es einfach unten in die Infobox, welche Mikron-Größe welcher Schleifkörnung entspricht. Aber wenn ihr bei Diktum guckt, wo es das Ganze gibt, dann steht das da ehrlich gesagt auch. Also, wir kleben die jetzt auf. Boah, das war sehr knapp. Wir kleben die jetzt auf und drücken das dann mit dieser Rolle nochmal fest, dass das wirklich richtig schön plan ist. Das ist ja der Trick bei der Glasscheibe. Das sagte ich ja gerade schon. Also, los geht's. Jetzt habe ich die natürlich tausendmal angebatscht, die Scheibe. Also machen wir die jetzt erstmal sauber, damit da nicht irgendwelche Rückstände drauf sind. Ich ziehe das so gut es geht ab. Macht euch da nicht verrückt, aber es soll natürlich gut sein. Und dann fangen wir an, alles einfach aufzukleben. Und wie gesagt, ich rolle das hier mit der Rolle nochmal fest, sodass wir da auch nicht so viele Luftblasen drunter haben. Also ich glaube, so ein paar ganz kleine Ränder erkennt man bei mir noch. Ich habe ja schon gesagt, meine Rolle ist nicht die beste. Aber das sollte auf jeden Fall völlig ausreichend sein, sodass ihr wirklich ein sehr gutes Ergebnis bekommt. Und so machen wir das jetzt einmal der Reihe nach durch. Ich habe es jetzt so gemacht, dass von links nach rechts sozusagen die Körnung immer aufsteigen. Ich finde das ganz logisch. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich auch durcheinander machen. Das geht auch. So, jetzt wackelt das aber noch, deswegen kommt da die Matte drunter.
Jetzt wackelt meine ganze lila Matte. Ab zum Stemmeisen. So, das ist nicht so richtig scharf. Es sieht auch nicht scharf aus. Also, los geht's. Wasser drauf. Noch ein bisschen mehr Wasser. Jetzt aber, los geht's. Erstmal die Spiegelseite. Das ist ganz wichtig. Man fängt eigentlich mit der Spiegelseite an. Die sollte man einmal abrichten. Ansonsten funktioniert das Stemmeisen einfach nicht gut. Deswegen mache ich das auch. So, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde das lange dauern. Das dauert alles überhaupt nicht lange. Und das Schöne ist, die Spiegelseite müssen wir danach eigentlich nie wieder anfassen. Das ist eigentlich ganz gut. Die müssen wir nur einmal abziehen immer. Und so haben wir das Ganze dann auch schon fertig. Ups, einmal kurz das Papier angelupft. Das sieht gut aus. Nach der Spiegelseite kommt natürlich auch noch die Schneide an die Reihe. Und ihr seht, ich mache das jetzt hier freihand. Lasst euch davon aber nicht einschüchtern, ihr müsst das nicht freihand machen. Ihr könnt jede Schleifführung auf diesem System nutzen. Und das macht am Anfang auch ganz viel Sinn, weil es einfach einfacher ist. Also macht es bitte so, dass es für euch gut funktioniert. Und zur Einschätzung, 1 Minute 20 hat es gedauert von links nach rechts in echter Zeit. Einmal abziehen und so sieht das Ganze aus. Das reflektiert komplett. Das bedeutet, die Klinge ist wunderbar scharf und auch die Rückseite spiegelt sich im Prinzip wie ein Spiegel. Und scharf ist es auch. Wir können Papier problemlos schneiden, das ist ein super Test. Macht es nicht an eurem Arm, denn wenn ihr das Stemmeisen falsch haltet, schneidet ihr in euren Arm. Also lasst das. Das Schleifen ging jetzt super schnell. Wir sehen, ich habe hier noch so eine kleine Hohlschliffstelle. Die habe ich noch übergelassen, wer auch immer den Hohlschliff da reingemacht hat. Das Ding ist, das geht wirklich super schnell, weil wir jetzt bei mir 6, eigentlich ja 7 verschiedene Körnungen haben. Das heißt, von Abrichten zu super feinen Schleifen bei 14.000 geht halt sehr schnell. Wir müssen auf dem einzelnen Schleifpapier gar nicht so viel Zeit verbringen, weil wir direkt mit einer danach folgenden Körnung sozusagen direkt das Ganze weiter ausarbeiten können. Und wenn ihr jetzt tatsächlich mit der Körnung 150 anfangen würdet, dann geht es noch schneller, weil das Abrichten an sich dann wirklich sehr, sehr schnell ist. Also gerade bei diesen groben Steinen, da solltet ihr nicht zu lange bleiben, weil ihr natürlich wirklich sehr aggressiv Material entfernt. Woran sehe ich jetzt, wann das Papier durch ist? Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, woran ihr es seht. Ihr würdet es natürlich merken, wenn ihr zum Beispiel mit der Schneide ein Stück aus dem Papier rausschneidet. Das wäre jetzt nicht ganz so gut. Allerdings sehe ich jetzt hier gar keine Abnutzung. Was man natürlich sieht, gerade auf den feinen Papieren, lagert sich halt Schmutz ab. Und dieses Eisen ist ein bisschen schmutzig und das sind die Flecken, die wir hier haben. Was auch ist, das ist natürlich kein Papier. Für alle, die jetzt denken, Digga, du hast da ja Wasser drauf gemacht. Das ist eine Polyesterschicht. Und dadurch ist das wirklich super, super, super robust. Und das Allerbeste ist, selbst wenn ihr es schafft, so einen Bogen durchzuschleifen, dann ist das erstmal top, weil das bedeutet, dass ihr regelmäßig schleift und da freue ich mich. Aber ihr habt ja allein in diesem Set nochmal 4 neue Bögen, um diese Körnung auszugleichen. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich gehen als erstes die groben Körnungen kaputt und als letztes die feinen, weil man da, wie gesagt, gar nicht so viel Zeit verbringen muss. Das Schöne ist, dieses Eisen ist, und das sage ich ganz offen und ehrlich, deutlich besser und höher geschliffen, als ich das sonst mache. Ich habe sonst keine Spiegelflächen, die wirklich komplett spiegeln, weil ich nicht so hoch schleife. Dieses Set für 70 Euro macht das aber möglich und vor allen Dingen auch super einfach. Und das Allerbeste ist, ich kann das so einfach in irgendeine Schublade packen und bin dann wieder das ganze Zeug los. Ich habe nicht 20 Steine, die ich vorher in Wasser einlegen muss und dann ist alles nass. Wo packe ich die nassen Steine hin? Also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Lösung. Wenn ihr euch das angucken wollt, ich habe es euch unten verlinkt. Wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr natürlich gerne einmal auf den Abo-Knopf smashen und mir einmal schreiben, was haltet ihr von einer solchen Lösung? Ich finde das super smart, weil man super schnell wieder verstauen kann. Genau das mache ich jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Oh, und das Ding ist sauscharf. Tschüss.